Linda Dörendahl und ihr kennt mich als Libero vom USC Münster. Die Niederlage am Mittwoch gegen Köpenick ist natürlich sehr bitter, obwohl wir zwischendurch wirklich gut gespielt haben. Die Sätze, die wir verloren haben, waren immer sehr, sehr eng. Leider haben wir es in den entscheidenden Phasen dann doch eben nicht geschafft, unsere Leistung zu bringen. Insgesamt über das ganze Spiel kann man eigentlich sagen. Deswegen geht die Niederlage, denke ich, auch völlig in Ordnung. Also wir sind tatsächlich immer am besten, wenn wir unter großem Druck stehen. Das hat man jetzt auch in diesem Spiel gesehen. 2-1 zurückgelegen und dann spielen wir einen sehr, sehr guten vierten Satz. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir jetzt am Sonntag gegen Wiesbaden, wo es wirklich um vieles geht, direkter Mitkonkurrent, dass wir da einfach unsere Leistung bringen. Dann spielt da der momentan Fünfte gegen den momentan Sechsten um die direkte Playoff-Qualifikation. Wiesbaden ist gerade schwimmt gerade auf einer sehr, sehr großen Welle, kann man so sagen. Haben 2 Spiele gegen die Top-Mannschaften gewonnen. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir eben aus diesen Plätzen 6 nicht mehr rausrutschen, um dann nicht in diese undankbaren Pre-Playoffs zu müssen. Deswegen wäre ein Sieg gegen Wiesbaden unheimlich wichtig für die momentane Tabellensituation. Und damit wir das hinkriegen am Sonntag, brauchen wir natürlich wie immer euch. Deswegen kommt bitte um 14.30 Uhr am Sonntag in die Halle am Berg Fidel. Wie immer, bringt alle mit, die ihr könnt, bitte. Wenn das Wetter so ist wie jetzt, dann lohnt es sich eh nicht, draußen rumzulaufen. Also rein in die Halle und anfeuern.